Im Text. Der Drehzahlmesser Stil EDT9. Zunächst ist er einmal in einer unscheinbaren Verpackung, für die auch Ersatzteile geliefert werden. Wollen wir mal sehen. So sieht er also aus in seiner Verpackung. Ganz wie ein Ersatzteil. Wollen wir mal sehen. Das Problem am EDT ist ja leider, dass man die Batterie nicht wechseln kann. Sie ist da angeklebt. Das stammt aus Indonesien. Das heißt, dass das Teil für immer und ewig an ist. Ah, vielleicht nicht ganz für immer, aber eben wie lange die Batterie hält. Ich habe noch eine Anleitung dazu. Dieses Kabel hier ist für den direkten Zugang zum Strom. Dann kann man den hier über das andere Kabel, dieses schwarze hier, per Funk auf 10 bis 20 cm Entfernung zur Zündung halten. Und dann kann er auch so ohne Kabel funkgesteuert reagieren. Das wollen wir ja mal gleich ausprobieren. Und so stellt man ihn ein. 3 Sekunden gedrückt halten, bis dann dieses Menü erscheint. Dann nochmal 3 Sekunden halten, bis sich das zurückstellt. Nach weiteren 3 Sekunden stellt dann dies auf das Menü, welches Zündsystem er anstellen soll, an. Also gibt es hier den Still 2 Mix Motor. Also pro Umdrehung eine Zündung oder für den Filmix auch pro Umdrehung eine Zündung. Wenn man den nur eine Sekunde drückt, dann stellt man den einen auf eine Zündung pro 2 Umdrehungen oder 2 Zündungen pro Umdrehung. Zum Beispiel bei 2 Zylindersägen. Ich denke, wir werden die meiste Zeit immer dieses hier brauchen. Da ein 2-Takter, man ja weiß, pro Umdrehung zündet. Die Formfang, das Kabel, das andere und den EDT. Der Knopf. Ja, und so soll das funktionieren. Ja, das hält gut. Das hält gut. Bin ich mal gespannt. Jetzt testen wir den Stil Drehzahlmesser EDT9 an der Säge aus. Da der Drehzahlmesser nur direkten Kontakt zum Strom gehen kann, muss man häufig auch mal die Abdeckungen abmachen. Er wird direkt an das Kabel oder an die Kasse geschlossen.
Wir probieren es mit der Kerze. Dann muss man ja sagen, er reagiert man ja schnell. Jetzt testen wir ihn ohne Kabel aus. Tja, die Leerlaufdrehzahl ist schlagartig weniger geworden. Dafür müsste er die für dieses Modell vorgesehene Höchstdrehzahl mit 12.500 Umdrehungen wesentlich genauer. Nun probieren wir es mit dem Funkkabel, was beigeliefert wurde. Dieses Kabel hier. Ja, wir sind nicht auf das Material. So. Damit müsste es auch gehen.
hier mischt er sehr gut. Mit dem Unterschied, dass die vorgegebene Richtzahl von 12.500 Umdrehungen bei Gas jetzt auf 13.000 hochgeschnellt ist. Dies stellt ein kleines Risiko bei der Vergaseeinstellung und Hilfe des Stiel-EDT-9 dar. Kommt schließlich auch auf die 1000 Umdrehungen plus minus an. Dieser DSI-Messer ist ohne Frage keine schlechte Sache. Er kann ohne Kabel mit direkter Verbindung und mit einer Art Antenne gesteuert werden. Unser DSI-Messer hat aber auch eine eingebaute Batterie, was der schwerwiegende Nachteil an dem Gerät ist. Preis-Leistungs-Verhältnis kann man sich zunächst nicht beklagen, aber man weiß ja auch nicht, wie lange die Batterie hält. Gut, ein großes Plus ist diese Anleitung hier. Auch für den Laien zum Teil verständlich. Dennoch könnte man noch ein paar mehr Angaben zugeben. Dieser Schaltplan hier lässt noch ein wenig zu wünschen übrig, aber er ist sehr schön anschaulich dargestellt. Insgesamt ein sehr guter Teil, um Vergaser anzustellen, aber auch um herauszufinden, wie viele Drehungen ein Zweitakter oder allgemein ein kleiner Motor macht im Leerlauf, sowohl als auch bei der Höchstdrehzahl. Ein Plus-Minus von 100 bis 200 Umdrehungen ist völlig ausreichend. Kommt natürlich auch auf den Verwendungszweck an. Für den semi-professionellen Einsatz ist das Teil gut. Wie hier ein Messabstand von 10 bis 20 cm konnte im Test mit der Kettensäge Dolmar PL32C leider nicht erwidert werden, da mit diesem Funkkabel hier 10 cm weit überschritten worden sind. Ich würde eher sagen, 5 cm sind angepasst. Das geht immer. Auch hier konnte der Abstand nur vage bestätigt werden. 5 cm sind sehr knapp. Ich würde sagen eher 4 cm. Aber insgesamt dennoch ein lohnenswertes Teil mit gleich vielen Plus- und Minuspunkten.